Hallo liebe Gemeinde, hier ist wieder euer Schulle mit meinem Stream- und Uploadplan für die KW 26 vom 24.06. bis zum 30.06. Montag 15 Uhr geht's los mit dem nächsten Teil meines Let's Plays von Final Fantasy 7 auf der Switch, 15 Uhr auf YouTube. Anschließend um 18 Uhr ebenfalls auf YouTube der nächste Teil meiner Season 1 von Minecraft. Und abends, ja, also frühestens ab 19 Uhr gibt es eventuell noch einen Livestream auf Twitch. Und die URL seht ihr oben rechts, twitch.tv/schulle83. Am Dienstag geht es um 15 Uhr weiter mit Kingdom Hearts 2, der nächste Teil meines Let's Plays. Und um 18 Uhr wieder die tägliche Dosis Minecraft bei mir auf dem YouTube-Kanal mit meiner Season 1. Und um 19 Uhr gibt es zum ersten Mal bei mir auf dem Kanal ebenfalls ein als neues Video Stardew Valley. Am Mittwoch 15 Uhr geht's auf YouTube weiter mit Final Fantasy 7 für die Switch. Und um 18 Uhr, ne, wie gehabt, die tägliche Dosis Minecraft. Und 19 Uhr eventuell wieder einen kleinen Stream, je nachdem wie sich das ja von der Zeit her gibt. Am Donnerstag 15 Uhr geht's weiter mit Kingdom Hearts 2, 18 Uhr ebenfalls wieder auf YouTube, die Season 1 von Minecraft geht weiter und 19 Uhr der nächste Upload auf YouTube von Stardew Valley. Am Freitag um 15 Uhr das nächste Duell in Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist auf YouTube. Um 18 Uhr, ne, das letzte Mal für die Woche, meine Minecraft Season 1 Folge. Und um 19 Uhr gibt es wieder eventuell einen Livestream auf Twitch. So, das war mein Streamplan für die KW 26. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Abo freuen. Kostet euch kein Geld und ihr kriegt dann auch Benachrichtigungen, wenn ich ein Video hochlade, beziehungsweise auch teilweise, wenn ich meinen Livestream auf YouTube starte, wenn ich da mal mache. Vergesst nach dem Abo unbedingt die Glocke, vergesst nicht nach dem Abo auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr diese Benachrichtigungen auch bekommt. Ansonsten auf Twitch würde ich mich natürlich ebenfalls über einen Follow freuen, wenn ihr da eventuell mal im Livestream vorbeischauen wollt und wenn ihr über ja, meine Uploads, Livestreams und sonstiges benachrichtigt werden wollt, dann folgt mir auch auf Twitter. Dort bin ich zu finden unter schulle-83.